Bevor das Video losgeht, möchte ich noch erwähnen, dass etwa die Hälfte meiner Zuschauer noch keine Abonnenten sind. Das heißt, wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst einfach mal ein Like und ein Abo da und jetzt geht's los mit dem Video. Willkommen zurück zu SFS. Ja, ein weiteres Bauvideo. Heute kommt die Atlantis 4 dran, die bisher neueste und leistungsstärkste Rakete. Dafür brauchen wir 3 Titantriebwerke. Das in der Mitte erheben wir so um 2 Felder. Und daneben machen wir noch 2 weitere Triebwerke. Die berühren sich zwar schon, aber das ist dem Spiel irgendwie egal. Dann gehen wir zu den Tanks. Da nehmen wir uns 2 breite Tanks. Von den 6 breiten Tanks nehmen wir uns 2 Stück und packen die da dran. Dann holen wir uns hier die langen Landebeine und ein 4er strukturelles Teil, packen es da so dran und dann ist das auch schon fertig. Dann nehmen wir uns die 12 breiten Tanks, die größten Tanks hier. Davon nehmen wir uns 4 Stück, also es ist eine ganz schön große Rakete. Dann gehen wir zu den aerodynamischen Teilen. Und schnappen uns diesmal die große aerodynamische Abdeckung. Weil die kleine, ihr seht, ist ziemlich klein. Deshalb einfach die große nehmen. Und dann passt das schon. Dann brauchen wir hier noch einen Separator brauchen wir. Dann mache ich mal kurz wieder Symmetrie an. Schnappen wir uns wieder 2 lange Landebeine. Hier strukturelle Teile rein, einen 6 breiten Tank und eine Sonde. Jetzt fehlen nur noch ein paar RCS-Düsen. Da fangen wir hier an, machen 1 noch darüber und 2 darunter. Dann sieht das so aus. Also wir fangen hier beim 2. Tank von oben an, ganz unten. Nehmen wir uns hier dieses RCS-Modul, packen noch 1 da drüber und 2 Stück drunter, immer mit 2 Feldern Abstand. Dann markieren wir mal alle diese Teile hier und machen sie silber. Der Tank wird grau. Und dann schnappen wir uns das da, schraffieren das und das hier schraffieren wir noch zur Hälfte. Das sieht dann schon ganz gut aus. Und dann ist die erste Stufe auch schon fertig. So, dann können wir uns dieses ganze obere Teil hier einmal kopieren. Das brauchen wir nämlich wieder für die 2. Stufe. Einfach kopieren und irgendwo weiter nach oben setzen. So, dann brauchen wir 3 von den Frontiertriebwerken für die 2. Stufe. Das sieht eigentlich komplett gleich aus im Vergleich zur der 2. Stufe. Von der Atlantis 3. So, packen wir das noch darunter. Es passt perfekt. Machen wir wieder Silber, zur Hälfte schraffiert. Ihr kennt das ja. Dann noch 2 Landebeine dran. Und dann quetschen wir hier wieder so ein RCS-Triebwerk rein, was schon halb abgeschnitten wird durch das Landebein. Ihr seht's. Und dann packen wir einfach noch 1 da drüber. Dann ist die 2. Stufe auch schon fertig. Dann stampfen wir uns wieder in die Nutzlastverkleidung. Ich nehme wieder 3 Stück. Gleich werden wir... das sind die falschen. Gleich werden wir das natürlich noch erweitern müssen, weil das Ding hier 150 Tonnen in einen Erdorbit bringen kann. Und das ist eine ganze Menge, würde ich mal sagen. So, dann markieren wir das alles mal und machen das auch noch silber. So, jetzt haben wir die Rakete auch schon fertig. Es kommt noch die kleine, extrem kleine Verbesserung für die V2. Und sie ist wirklich sehr klein. Wir nehmen uns den zweitgrößten Tank, das ist einfach die Hälfte von dem größten Tank, den es gibt. Und noch eine Stufe kleiner. Also wir haben hier ein Einsparnis von 15 Tonnen,
Das ist echt wenig. Aber ich habe es schon ziemlich effizient davor gebaut, deshalb wird schon klappen. Wir markieren einfach mal die untere Hälfte, das wird leichter. Da sind nämlich weniger Teile verbaut worden. So, machen alles markiert, bis auf die Erzählsdüsen. Das muss so sein. Dann schieben wir das zwei nach oben. Und es ist wichtig, dass die RCS-Düsen da bleiben, wo sie sind. Denn so kann man das neu rekonfigurieren. Also, dass die dann wieder in der Mitte von der Masse sind. Also im Massezentrum halt. So, dann bewege ich die Rakete nochmal. Beweg die ein. Komm schon. Ein kleines Stück wieder nach unten. Jetzt steht sie wieder am Grund vom Bauplan. Und dann haben wir es geschafft. Das ist die Atlantis 4V2. Und jetzt 150 Tonnen noch hinzufügen. Ich mache es einfach wie in der letzten Folge. Ich füge einfach eine ganze Menge Treibstoff hinzu. So, hier haben wir 120. Brauchen wir noch 30. Das haben wir hier. Ja, das lassen wir mal so. Und packen das wieder drauf. Dann haben wir hier 150 Tonnen Treibstoff, die in einen Erdorbit kommen. Machen wir das nochmal ein bisschen schöner. Machen wir so und so. Dann haben wir so ein bisschen Rand an beiden Seiten. Und dann ist es auch schon geschafft. Jetzt müssen wir das nur noch fliegen. So, die Rakete ist geladen. Jetzt können wir hier die Landebahn einfahren. Da gibt es einen Grafikfehler. Ja, das Spiel hat immer noch eine Menge Bugs drin. Wir machen die Triebwerke auf 100% und Schub auf 100. Und dann starten wir. Wie bei der Atlantis 3 warte ich auch noch ein bisschen, damit wir nicht zu schräg fliegen, nicht zu viel horizontale Geschwindigkeit haben. Und auch nicht schräg in den Boden krachen. Aber jetzt können wir ja schon anfangen, uns langsam zu drehen. Ich würde auch nicht mehr als 35 Grad machen, wie bei der Atlantis 3. Und dann haben wir noch eine ganze Menge zu fliegen. So, 33 Grad, 34, 35, perfekt. Ja, wir haben noch eine weite Strecke vor uns. Zehn Prozent noch. Wir sind jetzt schon an der Grenze zum Weltraum. Schub ein bisschen runterstellen. Und jetzt separieren. Wechseln hierzu. Machen die Triebwerke an, schalten wieder auf 100%. Und drehen uns sofort horizontal. Wir haben die Atmosphäre auch schon verlassen, das heißt, wir können jetzt die Nutzlastverkleidung entfernen. Und weiter fliegen. Ja, ich habe auch gleich euch noch was zu erzählen, aber jetzt noch nicht. Wir müssen nämlich gleich zu der ersten Stufe wieder wechseln und uns konzentrieren. Jetzt zurückwechseln. RCS-Düsen an. Und die äußeren beiden Triebwerke einmal deaktivieren. Und dann gegen die Flugrichtung Gas geben.
Dann verlieren wir horizontale Geschwindigkeit und langsam wieder Schub rausnehmen, damit wir noch 5% zum Landen haben. Jetzt wieder zurückwechseln, Schub an und weiter fliegen. Da fehlen uns auch nur noch 600 Meter pro Sekunde, also das schaffen wir. Immer schön aufpassen, dass die Erststufe nicht zu tief ist. Ja, ich würde jetzt zurückwechseln, sonst ist sie zu tief in der Atmosphäre und wir können nicht richtig landen. Ja, wir sollten jetzt wirklich zurückwechseln. Reicht leider nicht ganz für einen Erdorbit. Hier machen wir den Schub mal auf 50%. Die Rakete ist nämlich trotzdem ziemlich schwer. Dann machen wir die Landebeine raus. Na komm schon. Mal kurz wieder Landebeine rein. Die Düse zünden bei 1 Kilometer. Ja, es ist ein bisschen schwer mit der Rakete zu landen. Also hier solltet ihr wirklich nur landen, wenn ihr schon die anderen Raketen fliegen könnt. Ja, das heißt gelandet. Und die Rakete ist einfach verschwunden. Ja gut, aber ihr habt es ja gesehen, sie ist gelandet. Jetzt haben wir auch schon einen Erdorbit. 100%, bisschen wenig Treibstoff, aber das reicht trotzdem noch. Da drehen wir wieder um. Wieder die äußeren beiden Triebwerke deaktivieren, Landebeine einfahren und dann müssen wir langsamer werden. Wieder 1,5 Kilometer über jeder Rakete bisher. Dann cheaten wir wieder ein bisschen mit dem Zeitraffer. So, ich glaube, das reicht. Ja, auf jeden Fall, jetzt haben wir noch 10 Kilometer Raum. Schade, dass die erste Stufe verloren gegangen ist. Aber, naja, egal. Ihr habt's gesehen, sie ist gelandet. So, Schub machen wir mal auf 50. Und da werden wir auch schon langsamer. Und ich weiß gar nicht, ob ich euch das schon erzählt habe. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe es vergessen. Ich wollte es eben erzählen. Ein Zuschauer von euch, Ace Place, glaube ich, hat mir einen Bauplan geschickt, den ich mir mal anschauen soll. Und dazu wird auf jeden Fall dann auch ein Video kommen. Ich habe schon nachgefragt und ich darf, also werde ich es auf jeden Fall machen. Wir befinden uns gerade im Lande, am Flug nur so nebenbei. Ja, ich werde das mir angucken, mal ausprobieren. Und auch bewerten, vielleicht so ein paar Verbesserungsvorschläge. Ich habe es mir leider schon angeguckt. Genau gesagt hat Ace Place schon dazu ein Tutorial gemacht, auch wenn ich das eigentlich nicht gebraucht hätte, also wäre nicht nötig gewesen, trotzdem danke. Und ja, wir sind gerade gelandet, ich werde es mir auf jeden Fall angucken, das ist jetzt nicht die Überraschung, von der ich geredet habe, ich wurde nämlich selber davon überrascht.
Auf jeden Fall kommt noch eine andere Überraschung. Also wenn ihr das jetzt seht, kommt übermorgen die eigentliche Überraschung und morgen das Video zu dem Bauplan. Aber ja, okay, ich bin fertig. Wir haben es geschafft. 1,6%. Hier die 105 und, 150 Tonnen Treibstoff. Ja, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.